Hallo zusammen und willkommen hier zu unserem kleinen Kochstudio. Wir kochen dort nichts, nein, wir machen etwas, das ich mega gerne habe im Winter. Vor allem nicht nur daheim, nein, ich nehme sogar die Amix mit an Konzert. Und statt ein Schnäpschen vor dem Konzert gibt es bei uns einen Ingwer-Shot. Und jetzt bin ich gefragt worden, wie machst du den Ingwer-Shot? Ich sage euch, es ist keine Zauberei, aber man muss ihn machen. Für mich das Wichtigste ist, dass es alles bio ist. Ja, ausser der Zitrone. Das haben wir hier. Ich habe Plastik-Zitrone, weil einfach, ich bin einfach faul. Jawohl. Was muss man machen? Als erstes Ingwer schälen. Also die, die jetzt denken, Mann, das geht ja ewig, bis man es geschält hat. Ich kaufe es lieber. Das stimmt, das geht ein Zeitchen. Aber ganz ehrlich, ich bin einfach nicht bereit für so einen kleinen Shot, den man kaufen kann, irgendwie 4,50 Franken zahlt, vor allem nachher. Ist einfach nicht so gut, nicht so stark in der, sage ich. Je nachdem, wie stark euer Mixer ist, wenn der grosse oder kleine Bröckchen machen. Und ich habe nur einen kleinen Handmixer, das heisst, meine Bröckchen sind klein. Wie ein Gefäß, das man mixen kann. Und jetzt, dass man es mixen kann, braucht es noch ein bisschen Flüssigkeit. Da kann man eine frische Zitrone nehmen. Oder einfach eine Plastik-Zitrone. Und man etwas drüber. Und dann natürlich schon mal ein bisschen Most rein. Wieso das? Weil wir brauchen, wie gesagt, ein bisschen Flüssigkeit dazu, dass es überhaupt nach einer Masse gibt. Oh. Oh, das ist so gut. Also, jetzt wird gemixt. Wirklich gut mixen, weil umso feiner es ist, umso mehr haut man raus. Das wäre es etwa. Ich kann es dann noch feiner machen, wenn ihr noch mehr Geduld habt. Und jetzt kommen wir zum Schritt 2. Für das braucht es hier so ein, das ist ein Teesieb, meint ich. Das ist ganz ein feines. Und ein Krügel, das einfach könnt ihr tun, wo der Saft drin ist. Und dann habe ich gerade noch ein, auch noch ist ein Teesäbli, das man dann aufbrühen kann, weil wir wollen natürlich kein Food Waste. Dass da ein Sieb rein, nachher es rausdrückt und dann kommt die Ingwermilch kommt unten raus. Und wie gesagt, mit dem Rest machen wir nachher einen schönen Teeaufguss. Dann kommt er da rein. Das mache ich im Winter eigentlich, wenn es geht, täglich. So einen kleinen Ingwer-Shot. Und diesen Winter bin ich nie krank gewesen. Nie war ich krank. Wenn man viel mit der Stimme arbeitet, ist die auch anfälliger. Ich habe gar nicht gesungen, vielleicht sage ich dem. So, einen Schluck. Das ist einfach, das ist echt das beste Getränk, was es gibt. So, jetzt haben wir alles aus, also ich habe alles ausgedrückt. Und ich habe jetzt doch ein Viertel, das ist ein Achtel Liter. Klar, ich kann es natürlich noch ein Ding drin gehen. Aber es ist recht viel. Und dann ist es ein bisschen Geschmackssache, was ihr gerne habt. Also so allein würde ich es nicht trinken, es ist viel scharf. Ich tue es eben gesagt, verdünnen. Entweder mit noch mehr Zitronensaft oder natürlich Most. Ich mache es mit Most. Und dann ist es ein bisschen abwägeln, weil je nachdem, das ist auch schön am Ingwer, der ist nicht immer gleich scharf, manchmal schärfer, manchmal weniger. Das ist nicht so dumm. Wer tut etwas so konzipieren, das nachher nicht rausläuft? Hm? So muss ein Ingwer-Shot sein. Zweimal führen. Ja, das wär's. Dann hat man den Ingwer-Shot und der hat sicher eine Woche im Kühlschrank. Wir einmal. Ihr seht es selber, wenn es nicht mehr schmeckt, dann ist es nicht mehr gut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es noch machen würdet. Also auch irgendwelche Shots für euch machen. Teilt es doch mit mir teilen auf Instagram oder Facebook. Dort mich markieren. Und wenn ihr ein Foto macht, und sonst kommentieren. Ich freue mich auf eure Reaktion und hoffe, euch schmeckt es. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund. Und grüße euch ganz lieb und sage bis bald. Tschüss zusammen.